Hallo, herzlich willkommen zur Pressekonferenz zum 10. Spieltag. Wir sind auswärts in unserem VfA in Stuttgart bei der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart. Oben auf der Waldau, 19 Uhr morgen im Gazi-Stadion Anpfiff zum Auswärtsspiel gegen den VfB Stuttgart 2. Ich begrüße die örtliche Presse, ich begrüße natürlich unseren Cheftrainer Uwe Wolf. Wie sieht's aus? Wie ist dein Ausblick auf den Auswärtsspiel? Ja, hallo zusammen. Erstmal will ich eins feststellen, die Pressekonferenz findet ja heute pünktlich statt, weil ich bin von vielen angerufen worden, warum dass ich so spät zur Pressekonferenz kommen würde nach dem Spiel. Das ist für mich nie zu spät, weil bei mir gibt es bestimmte Abläufe und die Spieler sind mein wichtigstes Gut. Deswegen hatte ich immer nach dem Spiel erstmal eine Ansprache an meine Mannschaft in der Kabine. Deswegen verlange ich auch von meinen Spielern nach dem Spiel direkt in die Kabine zu kommen, nicht erst einen Journalisten Rede und Antwort zu stehen, sondern das kann nach dem Gespräch in der Kabine dann stattfinden. Und dann mache ich mich noch ein bisschen frisch, weil nicht nur die Spieler schwitzen während dem Spiel, sondern ich gebe auch mein Letztes. Von daher dauert es vielleicht ein bisschen, aber ich kann nichts dafür, wenn der Gästetrainer so lange warten muss. Ja, dann gibt es vielleicht bei denen die Abläufe nicht. Aber wie gesagt, er ist ja letzten Endes auch Gast bei uns und muss sich dann dementsprechend auch unseren Regeln unterordnen. Und deswegen, es ist genauso wie hier bei der Pressekonferenz. Ja, ich sag mal, es sind immer viele von der Presse eingeladen und es kommen immer nur der zuverlässige Herr Haag und eben, was mich auch freut, der Herr Post, ja, der auch immer hier ist, wenn er nur kann, und das freut mich besonders. Und ich sage mal, es ist ja so, wenn alle eingeladen sind, alle Pressevertreter, dann finde ich das oftmals nicht so respektvoll, wenn man dann gar nicht kommt und hinterher noch dann eben am Telefon sein ein oder anderes Statement verlangt, sondern dafür ist eben eine Pressekonferenz da, dass man eben da fragen kann und der Trainer eben dementsprechend Rede und Antwort steht. Wie gesagt, sollte ich zu spät gekommen sein, war das für viele so, dann will ich mich nochmals entschuldigen. Aber ich denke, ganz wichtig waren die drei Punkte. Jawohl. Und da sollen sich doch alle drüber freuen und nicht irgendwelche Dinge dann für wichtig nehmen, die eben ganz unwichtig sind. Ja, ich denke mal, wir stehen allen zur Verfügung und freuen uns auch, dass man alle dann dementsprechend Rede und Antwort stehen kann. Und umso schöner auch noch, wenn man dann erfolgreich ist. Jetzt zum Wichtigen, zum Spiel von morgen. Wir treffen auf eine Mannschaft, eine typische, ja, sage ich mal, U-Mannschaft, aber eigentlich auch gar nicht vom Alter her, weil sie haben erfahrene Spieler drin in ihrer Reihe. Ja, ich denke mal da an Stein, denke da an Richard Weil, denke da an Notnagel. Von daher haben sie auch einen Altersschnitt vom letzten Spiel von 23 Jahre, das ist für eine U-Mannschaft doch schon erfahren, wenn man da den Durchschnitt errechnet. Und was auffällig ist, der VfB hat jetzt 9 Spiele, haben 5 gewonnen, 4 verloren, also auch kein Unentschieden wie wir. Deswegen kann sich normalen Zuschauer morgen auf ein schönes Spiel freuen. Was auch auffällig ist, der VfB hat von ihren 5 Siege, 4 auswärts gelandet, in Anführungszeichen nur ein Heimsieg, und das gegen Schott Mainz. Das ist nicht despektierlich gemeint, dementsprechend nehmen wir auch den Gegner morgen ernst. Wir wissen, sie haben 15 Punkte auf ihrem Habenkonto, wir erst 9, sie haben ein Spiel mehr, wir haben ein Spiel weniger. Von daher wollen wir mit aller Macht morgen mal auswärts auch was holen und haben dementsprechend den Gegner wie immer analysiert. Hoffen da, dass wir da unsere Vorteile ausnutzen können, was wir da gesehen haben. Und es ist wichtig, eben gegen so eine U-Mannschaft auch dementsprechend wieder aggressiv zu Werke zu gehen, weil es sind gut ausgebildete Fußballer, gerade wenn ich da ans Zentrum denke, an Ahamada, der ausgebildet wurde bei Juventus Turin, der zum Profikader gehört. Rekdal im Zentrum, Linksfuß, sehr starker Spieler, fußballerisch sehr stark, und über die Außen sind sie sowieso gut besetzt. Immer wieder Vorlagengeber über die Seite, über die rechte Seite, Kudala. Kudala mit 3 Torvorlagen und 2 Tore.
oder drei Tore, zwei Vorlagen, so rum ist es, glaube ich. Und auf der anderen Seite Celebi, Linksfuß mit zwei Vorlagen. Also wissen wir da, dass sie über die Außen auch ihre Qualität haben. Und vorne eben auch mit Polster, Kohl, zwei Stürmer, die zusammen schon 9 Tore erzielt haben. Sowieso von ihren geschossenen Toren haben sie schon 22 erzielt in 9 Spielen, das ist schon ein Wort. Also wissen wir, dass es wieder auf eine Stabilität in der Defensive drauf ankommt und dass wir da eben auch auswärts mal zu Null spielen. Das ist unser Anspruch und dem wollen wir morgen auch dementsprechend gerecht werden. Vielen Dank, Uwe. Nun bitte ich die anwesenden Pressevertreter um Ihre Fragen. Schön laut, dass man es auch gut hört. Wolf, Sie haben gesagt, unbedingt und mit aller Macht was mitnehmen wird VfB Stuttgart. Steffen Kindle hat am Samstag nach dem Spiel gesagt, wir müssen unsere Heimspiele gewinnen, auswärts vielleicht auch mal mit einem Punkt zufrieden sein. Ja, das gebe ich dem Steffen auch so recht, wenn man auswärts punktet und legt dann zu Hause mit einem Dreier nach, dann ist der Punkt auch immer dementsprechend vergoldet. Ja, das gibt dann einen Schnitt, einen Auswärtspunkt und 3 Heimpunkte, einen 2er Punkteschnitt und da ist man immer weit vorne dabei. Und ich habe ja damals gesagt, bei meinem Amtsantritt hier, die Ostalb Arena mit den tollen Fans soll auch wieder eine Macht werden. Ich denke mal, das haben wir jetzt auch in den 4 Heimspielen gezeigt, wo wir 3-mal gewonnen haben. Balinger SC, ja, denke ich, waren wir auch auf der Siegerseite, wir wissen ja, wie es ausgegangen ist. Aber da gebe ich dem Steffen recht, das heißt halt auswärts auch mal einen Punkt vielleicht festzuhalten und mitzunehmen, dass man den eben dementsprechend dann im darauffolgenden Heimspiel gegen FSV Frankfurt vergolden kann. Also das Spiel am Samstag nochmal Revue passieren lassen, das waren aus meiner Sicht 2 unterschiedliche Halbzeiten. Haben Sie aufgearbeitet, haben Sie die Defizite von der ersten rausgearbeitet und was hat Ihnen in der zweiten besonders gut gefallen? Ja, in der zweiten Halbzeit hat mir besonders gut gefallen, dass eben eine Mannschaft auf dem Platz war, wo 11 Drecksäcke drauf standen, so wie es immer schön sagt. Man sieht schon bei dem Ausgleich durch Steffen Kienle, wie handlungsschnell das man da war. Bei dem Einwurf ein ganz großes Lob an den Balljungen, der ganz schnell den Ball zu Edu Heckmann brachte für die Spielfortsetzung. Edu hat ganz schnell gehandelt und wenn man es ganz streng nimmt, war normal der Einwurf hinter der Mittellinie. Und wir haben vielleicht den Einwurf gespielt, 30 Meter vom gegnerischen Tor. Und deswegen ist es frech gewesen, abgezockt gewesen. Und da bin ich stolz auf meine Jungs. Bevor dass sich der Gegner beschwert, muss der Ball im Tor sein. Und so war das in dem Fall. Und danach hat die Mannschaft nachgelegt. Man hat gesehen, auch wenn ich von draußen gesagt habe, jetzt kühlen Kopf bewahren, dass man nicht gleich ins offene Messer läuft, hat die Mannschaft das mit Bravour gelöst. Aber auch ich draußen gemerkt, die Mannschaft will unbedingt den Dreier. Und das hat man beim zweiten Tor auch gesehen, nach der Standard, wo auch Edu über die linke Seite den Freistoß clever zieht, lüpft den Ball hoch, ja, Gegenspieler an die Hand, Freistoß. Und Sandro bringt ja die Bälle immer scharf vor das Tor, ist immer gefährlich. Und da hat man gemerkt, im letzten Wille wollte man das Tor machen. Ja. Erster Kopfball war, meine ich, von Steffen Kienle, der abgewehrt wurde. Ist, dann kommt Daniel Elfadline dran, dann kommt der Ball zu Jonas Akalean und der dann unbedingt den Ball da reinschmettern will, auch mit seinem schwächeren linken Fuß und hat ihn dann oben ins Eck geknallt und das war richtig toll. Ja, auch nachdem, ja, dass ja eigentlich alles schon gegen uns lief, gleich nach der Halbzeit der Elfmeter, mit dem Sandro an Reule gescheitert ist und da sage ich doch, das betone ich immer wieder, das sage ich vom ersten Moment an schon, die Mannschaft hat Charakter und Mentalität und das haben sie in dem Spiel bewiesen. Und da war auch mal so ein Sieg ganz, ganz wichtig. Ja, unser Kapitän hat gesagt, der Sieg auf die Art und Weise war ihm lieber als ein 3 oder 4-0, ja, weil gerade mal so ein Sieg noch einzufahren, dass man so das Spiel noch dreht, ja, das setzt doch viel Emotionen frei, Kraft frei und so geht man eigentlich dann in Anführungsstriche mit viel leichteren Füßen in die englische Woche, als dass man das Spiel dementsprechend bitter verloren hätte oder das dann dementsprechend nicht mehr gedreht hätte. Haben Sie über die zweite Halbzeit geredet? Bei der ersten gibt es auch ein bisschen Gespräch, glaube ich. Ja, das haben wir ganz klar analysiert. Unsere beiden Außenverteidiger waren die Schwachpunkte, ja, und das haben wir auch so analysiert. Und, da war keine Körpersprache im Spiel, da war kein Mut im Spiel.
Wir waren auch in der Kommunikation schlecht, ja, waren in der Abstände zu groß. Das heißt, wenn vorne Kienle und Abuschia angelaufen sind, dann waren die Abstände nach hinten viel zu groß. Die Kette ist nicht dementsprechend nachgeschoben, dass man da auf Ballgewinne gehen könne. Und das war in der zweiten Halbzeit ganz anders. Die taktische Disziplin und wie auch schon angesprochen, die Grundtugenden, die eben auch dann für so ein Derby dazugehören. Da war eine Mannschaft auf dem Platz, die frech war, die gallig war, die willig war. Und auch aus diesem Grund haben wir das Spiel gedreht. Ja, durch die engen Abstände, um auch da besser in Zweikämpfe zu kommen und eben dementsprechend aggressiv. Sie haben die beiden Außenverteidiger angesprochen. Stimmen Sie mir zu, wenn Sie sagen, dass das Spiel auch bislang schon seit vorbei gegangen ist? Ja, schon mache ich das jetzt gar nicht so fest. Schon war lange verletzt, hat mal wieder eine Chance bekommen von Anfang an, weil ich gedacht habe, mit seinem Tempo und. Jonas hat in Steinbach auch nicht die beste Performance abgegeben, so wie wir ihn kennen. Von daher wollte ich ihn ein bisschen rausnehmen, ja, sage ich mal so, aus der Verantwortung vielleicht, ja, dass da die Last ganz auf ihm liegt. Deswegen mal einen unbekümmerten Schoßseits gebracht. Aber wie gesagt, das ist für mich noch fast U19-Spieler. Ja, und mit Jonas Akalera haben wir ja dann dementsprechend nachgelegt und deswegen haben wir ja auch so reagiert oder so agiert, dann auf dem Platz in der zweiten Halbzeit. Wie sehr freut sich denn ein so emotionaler Trainer wie Sie auf dem Flutlichtspiel? Ja, ob Flutlicht oder nicht, ich denke, das macht in meiner Emotionalität eigentlich nichts aus, aber es ist immer schön, ich kann mich erinnern, meine vergangene Stationen, wo ich mit meinen Vereinen im Degerloch gespielt habe. Ja, das waren immer sehr hitzige Duelle, ob das mit Hessen-Kassel war. Damals waren die Stuttgarter Kickers Tabellenführer in der Regionalliga und sind da mit Dirk Schuster auch aufgestiegen damals. Das waren hitzige Duelle. Und dann auch mit 1860 München Amateure waren das immer, da haben wir ein Flutlichtspiel gehabt. Ja, und es ist immer schön, schade ist, dass unsere Fans da nicht mitkommen dürfen. Ich glaube, da gibt es ja wieder so irgendwelche Corona-Auflagen. Mit dementsprechend Zuschauern wäre das sicherlich noch schöner und interessanter. Aber wie gesagt, das soll keine Entschuldigung sein. Trotzdem fahren wir da hin, um wie eben angesprochen, auch was mitzunehmen. Sprechen Sie wieder den Derby-Charakter an? Ja, klar ist das was gegen einen großen VfB Stuttgart, auch wenn es nur die zweite Mannschaft ist, will man doch sich dementsprechend auch aus der Affäre ziehen. Und so wie ich ja mitbekommen habe, gibt es eine Kooperation mit dem VfB Stuttgart und da wollen wir denen mal auch dementsprechend zeigen, was für gute Spieler dass wir in unsere Reihen haben und wie stolz, dass wir drauf sein können, eine Kooperation mit dem VfR Aalen zu haben. Können Sie noch kurz was für die personelle Situation sagen? Gibt's Neues? Ja, es sind alle Mann an Bord, auch Dani Stanese ist jetzt wieder einsatzbereit, hat gestern ein ordentliches Training gemacht beim Spielersatztraining. Von daher stehen uns alle bis auf, wie wir ja wissen, Daniel Bernhard, der leider nochmal operiert werden muss, zur Verfügung. Und von daher können wir aus dem Vollen schöpfen und das ist immer schön für einen Trainer, wenn das so ist. Ja, und das merkt man dann auch dementsprechend im Training. Alle wollen dabei sein, jeder gibt sich dementsprechend von seiner besten Seite, will unbedingt im Kader sein und von daher hat man da einen guten Konkurrenzkampf. Drei- oder Viererkette? Da lassen wir uns noch nicht in die Karten schauen. Wir sind da sehr variabel. Das ist das Schöne jetzt mit meiner Mannschaft. Und auch gerade, wenn man jetzt aus dem Vollen schöpfen kann, sind wir da immer schwer auszurechnen, wie wir letzten Endes spielen. Und da haben wir morgen viele Optionen. Falls es zu einem Elfmeter kommt, wer tritt an? Ich gehe mal davon an. Gehe mal davon aus, Sandro. Ja, weil Sandro ist unser bisheriger Elfmeterschütze und er übernimmt da auch Verantwortung. Und das können die Spieler dementsprechend auf dem Platz auch ausmachen. Und ich werde mich da nie einmischen als Trainer. Ich war selbst Spieler und weiß, wer sich letzten Endes am besten fühlt. Und der soll auch das Ding dann machen. Und wenn Sandro sich dementsprechend gut fühlt und er der Meinung ist, er will und muss dann schießen, dann soll er ihn auch weiterhin schießen.
So, kann ich? Entschuldigung. Ja, aus dem VfB ist ja auch eine spielstarke Mannschaft, eine U-Mannschaft sowieso, aber vielleicht kommt es dem VfB entgegen. Neben Charakter, Mentalität, die man da einbringen muss, dass so ein Gegner dann vielleicht für eure spielstarke Mannschaft dann auch irgendwie gelegen kommt. Ja gut, wir haben leider jetzt unter meiner Regie nicht so gute Erfahrungen gemacht, jetzt gerade gegen die U-Mannschaften. Ja klar, das einzigste Spiel, was wir gewonnen haben, war das letzte bei 1899 Hoffenheim 2. Zweimal haben wir verloren, 1-0-5. Von daher wissen wir, was gefragt ist gegen solche Mannschaften. Und da hoffe ich auch, dass die Mannschaft ihre Lehren draus gezogen hat aus denen beiden Niederlagen, gerade gegen Mainz. Und wie Herr Haag schon eben angesprochen hat, zudem ist VfB 2 noch ein Derby-Charakter und dementsprechend ja, auch eine schöne Atmosphäre. Ich denke, nicht despektierlich gemeint, aber es spielt sich schöner im Degerloch als oder im Gassi-Stadion als im Trainingszentrum beim VfB und von daher ja, ist dem alles vorbereitet. Jetzt sind wir am 8. Spieltag, wie sehen Sie die Weiterentwicklung generell bei Ihrer Mannschaft? Also, es war ja schon viel Lob dann auch noch von vielen Seiten zu hören und Sie sprechen Sie an, Charaktermentalität stimmt auch. Wo sagen Sie jetzt nach dem 8. Spieltag, sind auch Punkte, die kann man deutlich verbessern oder wo man sagt, das lief schon sehr gut, wie Sie sich das am Anfang der Saison vielleicht vorgestellt haben? Ja, wie gesagt, ich sage, wir sind auf einem guten Weg, ja, auch wenn am Anfang die Ergebnisse nicht gepasst haben, so wie wir es uns letzten Endes gewünscht hatten. Aber ich habe ja gesagt, das Ziel darf man im Blick haben, aber nie den Weg aus den Augen verlieren. Und auf dem Weg ist die Mannschaft. Und jetzt geht es darum, auf Ihre Frage eben die Balance zu finden. Ja, immer wieder zwischen Defensive und Offensive. Und im letzten Spiel haben wir ja dementsprechend auch nochmal umgestellt. Aus der Grundformation in den 4-2-3-1, ja, um vielleicht dementsprechend auch wieder mehr Torchancen zu kreieren, als dann in den letzten beiden Spielen gegen Gießen oder in Steinbach. Da macht sich natürlich auch der Trainer und die Mannschaft dementsprechend Gedanken, wie wollen wir es umsetzen, wie ist unser Plan und dementsprechend in Zusammenarbeit mit der Mannschaft, mit meinen Spielern, in der Kommunikation und in der Trainingsinhalte wollen wir uns da dementsprechend immer für den Spieltag bestens aufstellen, dass wir eben die Balance finden zwischen Defensive und Offensive und gerade auch mit unserem neuen Torwart Team Paderok haben wir da hinten jemand auch, der meiner Kette, egal ob Dreier- oder Viererkette, ja, die dementsprechende Stabilität mitbringt, gerade wenn man sieht, die letzten Minuten jetzt im letzten Spiel gegen Groß Asbach, wie gut, dass er mitgespielt hat, wie hoch, dass er gestanden ist. Ja, da kam nochmal ein Ball hinter die Kette, wo er super, super löst. Auch die Flanke, die da reinkommt, die er super abliest, wo die hinkommt, da steht er schon sehr hoch. Wie er dann auch die Spielfortsetzung fortführt mit dem langen Abwurf auf Benji Kinsfader, wo dann es nochmal einen Einwurf gibt für uns, wo wir dann auch Zeit von der Uhr nehmen können. Und das sind alles Dinge, die sehr, sehr wichtig sind in unserem Spiel. Und deswegen sind wir auch mit Patte sehr zufrieden. Ja, Stichwort Coaching. Tim Patte bringt da ja viel ein. Wie sieht es mit den anderen Spielern aus? Haben die Jugendspieler auch ein bisschen nach vorne einen Schritt gemacht? Beispielsweise Joa Heckmann oder so. Von dem Verteidigerseite, der ja auch viel mit coachen muss in so einer Kette. Ja, das, da bin ich immer wieder dran an meinen jungen Spieler, auch denen gebe ich immer mit auf den Weg, ob jung, und all, ob jung oder alt, das ist mir auf dem Platz, ist mir das letzten Endes egal, da muss und soll jeder coachen. Ja, das ist ja ganz wichtig für eine Stabilität zu haben, gerade im Spiel gegen den Ball. Und da bin ich immer wieder dran, auch gerade im Zentrum von Daniel Elfadli, ja, dass er viel coacht, ja, auch in Verbindung mit meinen zwei Innenverteidiger. Und das muss ich eben, sage ich mal, gerade wenn ich jetzt beim Torwart anfange, hinten, von hinten nach vorne eben wie ein roter Faden durchziehen, das Coaching, ja, so dass man eben da immer im Verbund auch kompakt bleiben können. Jetzt nochmal Blick auf die Spieler, weil jetzt die Wochen gelöst sind, da sind ein paar, die ja auch im Kader so ein bisschen festgespielt, ein paar sind noch außen vor, also im Spieltagskader. Wie sehen Sie die Entwicklung? Von wem erwarten Sie mehr? Kann ich das so öffentlich auch sagen?
Ja, ich spreche viel mit meinen Spielern, die wissen das sicherlich auch. Ist nicht so leicht immer, wenn man neu hinzukommt, muss man erstmal ein bisschen den Trainer kennenlernen, auf was legt er Wert. Und da erwarte ich eben, weil die haben die fußballerische Qualität von Sergio Gucciardo, von Manuel Botic, erwarte ich da noch ein Stück weit mehr. Und, aber das zeigen die Jungs jetzt auch immer mehr im Training, ja, aber um da eben auch mal einen Startplatz zu haben, ja, da muss ich da eben auch mal über Wochen, ja, eine Konstante reinbringen ins Training, auch auf die Schwerpunkte, ja, hören, was der Trainer eben dementsprechend verlangt und das dementsprechend auch dann so umsetzen. Man blickt auf die Liga nach Spieltagen. VfB beispielsweise Fünfter, wie schätzen Sie das ein? Geht da mehr für die oder generell die Lage? Wie sehen Sie das? Ist es so für Sie, von Sie erwartet, dass zum Beispiel Barling Zweiter ist oder so? Das ist eben unerwartet, gerade mit Balinger SC, aber wie gesagt, ich schätze denen ihre Arbeit. Ja, die sind sehr kontinuierlich, was ihre Mannschaft angeht, sind da immer ja, in der Kaderplanung dementsprechend, dass sie die Besten immer so weit zusammenhalten können. Und das ist auch immer gut für einen Verein, gut für eine Entwicklung der Mannschaft. Aber unsere Liga zeigt eben, dass auch die Dagegen schlagen kann. Das ist das Interessante. Ja. Die Regionalliga Südwest ist da sehr ausgeglichen. Sieht man jetzt auch das beste Beispiel. Klar muss man da auch wieder die Platzverhältnisse vielleicht sehen, auch in Kunstrasen. Aber ja, die Spielvereinigung Elversberg spielt in Schott-Mainz auch nur 3:3 und das nach, glaube ich, 3:1 Führung. Ja, und von daher, jedes Spiel muss erst gespielt sein. Ja, das zeigt immer wieder Spieltag von Spieltag. Ja, die TSG Balingen gewinnt 4:1 in Großaspach. Ja, jetzt verliert die TSG Balingen gegen Stuttgart zu Hause. Also von daher sieht man schon allein an den Ergebnissen, ja, jedes Spiel muss erst mal gespielt sein. Und von daher musst du jeden Gegner dementsprechend den nötigen Respekt sollen ernst nehmen und eben deine Grundtugenden dementsprechend einbringen, um erfolgreich zu sein. Nochmal zum VfB Coach, haben Sie da irgendwelche Verbindungen zu ihm? Kennen Sie ihn schon von früher auch? Ja, kennt man Fahrenhorst noch aus seiner Vergangenheit aus der Bundesliga, aber ich habe jetzt zu ihm keine nähere Verbindung gehabt. Ja. Und wie gesagt, ich habe eben mitbekommen, dass er jetzt da seit zwei Jahren, glaube ich, jetzt beim VfB ist. Zuvor war er, glaube ich, beim DFB und von daher ein junger Trainer und will da sicherlich auch seine Erfahrungen sammeln. Und man sieht ja, jetzt allein in der Saison macht er da einen guten Job. Okay. Okay. Ja, wenn keine Fragen mehr sind, dann bedanke ich mich für eure Fragen und für euer Hiersein. In eigener Sache noch kurz was, falls es einen Stream gibt, wird die richtige Adresse bei uns auf der Webseite veröffentlicht. Es ist in letzter Zeit immer wieder, kamen so Fake-Links auf Facebook, wo für einen vermeintlichen Stream irgendwelche Daten abgefragt werden. Also das ist sehr, sehr zweifelhaft, wir sind da dran, das abzustellen auf Facebook. Falls es einen Stream gibt, ist der auf der offiziellen Webseite des VfR Aalen zu erfragen oder ist da hinterlegt. Ansonsten wünschen wir unserer Mannschaft und uns allen ein schönes Auswärtsspiel, ein erfolgreiches Auswärtsspiel. Morgen 19 Uhr ist Anpfiff auf der Waldau gegen den VfB. Vielen Dank.